Von offizieller Seite gibt es bisher keine Stellungnahmen. Religiöse Gruppen nennen es das jüngste Gericht. Uns erreichen immer mehr Meldungen über äußerst gefährliche Angriffe auf Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden. Augenzeugenberichte liegen kaum vor, aber es scheint überall Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Angreifer in vielen Fällen den Eindruck machen, als seien sie tot. Schön, dass Sie heute bei uns sind, nach Ihrem sensationellen Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen. Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen. Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden. Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden. Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden. Uns erreichen immer mehr Meldungen über äußerst gefährliche Angriffe auf Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden. Augenzeugenberichte liegen kaum vor, aber es scheint überall Einigkeit darüber zu herrschen, dass die Angreifer in vielen Fällen den Eindruck Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes lebendig aufgefressen werden.